Das war heute ein Satz, der eigentlich so gar nicht zu ihm passt. Ihm gehe die Energie aus, gestand Jürgen Klopp. Dem Mann, der mit Gestik und Gebaren an der Seitenlinie des Fußballfeldes manchmal eine schon beängstigende Dynamik entfacht. Klopp hört auf, zumindest als Trainer des FC Liverpool. Gefühlt wird er für viele immer der Boss in Liverpool bleiben, dem Verein, den er wieder ganz nach oben gebracht hat. Sven Lohmann. Ah, yeah, I have to. Ich muss es sagen. I will leave the club. Ich verlasse Liverpool am Ende der Saison. Der Moment des Abschieds wird irgendwann kommen. Das war jedem in der Klopp-verliebten Stadt Liverpool schon klar. Aber irgendwann in der fernen Zukunft, nicht jetzt schon. Es kommt ohne Vorwarnung. Wir haben so viele fantastische Nächte mit ihm gehabt, tolle Siege. Das war alles wegen seiner Mentalität. Das vergessen wir nicht. Es ist ein trauriger Tag. Er ist nicht nur Trainer. Er hat die Stadt zusammengeschweißt. Es ist furchtbar. Bitte gehe nicht. Es ist lange schon eine besondere Beziehung zwischen dem energiegeladenen Fußballtrainer und den Fans in Liverpool, die ihn verehren wie kaum jemanden sonst. Ich kann verstehen, wenn das erstmal ein Schock ist. A shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time and it is that I'm. Wie soll ich es sagen? Mir geht die Energie aus. What can I say to them? Running out of energy. Das ist es, was er Liverpool gibt, als er vor mehr als 8 Jahren übernimmt. Energie. Das fehlte dem Club. Von Beginn an gilt ein Motto in Liverpool: Vertraut Klopp. Er gewinnt die Champions League. Viel wichtiger aber, nach 30 Jahren Leidenszeit, holt er die englische Meisterschaft wieder für die Reds. Er habe, so Klopp, alles für Liverpool gegeben. Ich habe am ersten Tag gesagt, ich bin ein normaler Typ. Der bin ich immer noch, aber ich habe zu lange kein normales Leben mehr gelebt. Sportreporter Joe Moore hat heute nur das als Thema. Auch Fans anderer Vereine melden sich in Scharen bei ihm. Klopp, den Deutschen haben sie auf der Insel schätzen gelernt. Was er gemacht hat, hat den kritischen Blick der Engländer auf deutsche Trainer sehr verändert. Ich glaube, die Beziehungen zwischen Deutschen und Engländern haben sich vielleicht auch seinetwegen verbessert. Was für ein Typ. Ab Sommer werde er erstmal ein Jahr Pause machen. Bis dahin stehen einige emotionale Monate an. Die Energie werde er für Liverpool noch haben. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gilt als Sommermärchen, obwohl Deutschland im eigenen Land nur Dritter wurde. Aber das Wetter und die Stimmung waren eben märchenhaft.